Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Liebe Schwestern und Brüder, lasst uns diesen neuen Generationentag unter Gottes Schutz und Segen stellen, indem wir im Vertrauen auf seine Verheißung sein Wort hören und ihn im Gebet anrufen. Lesung aus dem Matthäusevangelium. Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Peres zeugte Hesron, Hesron zeugte Ram. Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nachschon. Nachschon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Boas zeugte Obed mit der Ruth. Obed zeugte Isai, Isai zeugte den König David. David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Salomo zeugte Rehabeam, Rehabeam zeugte Abia, Abia zeugte Asa. Asa zeugte Josaphat, Josaphat zeugte Joram. Joram zeugte Usia, Usia zeugte Jotam. Jotam zeugte Ahas, Ahas zeugte Hiskia. Hiskia zeugte Manasse, Manasse zeugte Amon. Amon zeugte Josia, Josia zeugte Joachim und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Joachim Shealtiel. Shealtiel zeugte Zerubabel, Zerubabel zeugte Abihud. Abihud zeugte Eliakim, Eliakim zeugte Asor, Asor zeugte Sadok, Sadok zeugte Achim. Achim zeugte Eliud, Eliud zeugte Eleazar, Eleazar zeugte Matan, Matan zeugte Jakob, Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Alle Glieder von Abraham bis zu David sind 14 Glieder. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Glieder. Von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind 14 Glieder. Liebe Brüder und Schwestern, es ist gut, dass mit diesem Generationenpark ein Ort der Begegnung, ein Ort der Kommunikation, ein Ort gemeinsamen Feierns und Spielens geschaffen wurde. Und es ist gut, dass wir diesen Ort damit eröffnen, dass wir Gottes Wort hören. Aber manch einer wird sich gedacht haben, was ist das denn für ein Text? Ich habe es eurer Unruhe abgespürt. Abraham war der Vater von Isaak, Isaak von Jakob, Jakob von Juda und seinen Brüdern. Juda war der Vater von Peres und so weiter und so weiter. Das sind Generationen von Abraham bis Christus. Der Stammbaum Jesu im Matthäusevangelium zeigt uns, dass Gott Wert legt auf die Generationen und dass eine Generation auf der anderen aufbaut. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Johann Wolfgang von Goethe hat gesagt, was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Kein Mensch lebt für sich allein und keine Generation lebt für sich allein. Wir alle leben von dem, was unsere Mütter und Väter, was Generationen vor uns erarbeitet und erschaffen haben. Und unsere Generation soll das nicht einfach nur genießen und auch nicht konservieren, sondern sich aneignen, anpassen an unsere Zeit, an ihre Herausforderungen. Aber so, dass auch die nächste Generation noch damit arbeiten kann, dass auch sie unser Väterwert fest in Eintracht und in Frieden
weiterbauen kann an unseres Glückes Herd, wie es im Liede heißt. Es ist gut, dass mit diesem Generationenpark ein Ort der Begegnung, der Kommunikation, gemeinsamen Spielens und Feierns geschaffen wurde. Denn in den letzten 50 Jahren hat sich das Zusammenleben in unseren Familien und in unserem Dorf ja so radikal gewandelt. Früher lebten bei uns in einer Familie drei oder manchmal vier Generationen unter einem Dach zusammen. Das war nicht immer einfach. Da gab es Reibungsflächen und Spannungen genug. Aber dennoch lebte man ein Miteinander. Man hat einander geholfen, die Sorgen und Nöte des Lebens geteilt, miteinander gearbeitet und gefeiert, miteinander geweint und gelacht. Man war nie allein. In den letzten 50 Jahren hat sich das radikal gewandelt. Und oft verstehen sich die Generationen nicht mehr. Die Jungen müssen sich in einer ganz anderen Lebens- und Arbeitswelt zurechtfinden als die Generation ihrer Eltern. Und die Alten müssen akzeptieren, dass das so ist, dass die junge Generation andere Herausforderungen meistern muss. Da ist ein Konfliktpotenzial. Da kann aus dem Miteinander der Generationen schnell ein Nebeneinander werden und im allerschlimmsten Fall ein Gegeneinander. Deshalb ist es gut, dass wir diesen Ort der Begegnung und der Kommunikation nun eröffnen. Und es ist gut, dass wir diesen Ort eröffnen, indem wir Gottes Wort hören. Denn Gott hat keine Lieblingsgeneration. Die Kinder, die Alten, die mittlere Generation, alle sind gleich wichtig und gleich viel wert. Abraham war 75, als Gott ihm befahl, alles stehen und liegen zu lassen und in ein neues Land zu gehen. Mose war sogar 80, als er Gott im brennenden Dornbusch sah. Gott kann mit Senioren also noch einiges anfangen. Aber das heißt nicht, dass er sie bevorzugt. David war noch ein halbes Kind, als Samuel ihn zum König salbte. Und Daniel war ein Halbstarker von 15 Jahren, als er ins Exil verschleppt wurde. Und Gott beschützt und bewahrt ihn und macht ihn zu seinem Werkzeug. Und die Kinder, die Kleinen, die zur Zeit Jesu gar nichts galten, sie stehen bei ihm hoch im Kurs. Gegen die Meinung seiner Jünger sagt Jesus ausdrücklich: Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Vor Gott sind alle Generationen gleich wichtig und jedes Lebensalter hat bei ihm seine Würde. Und was können wir tun, damit die Generationen einander verstehen, damit aus ihrem Miteinander kein Nebeneinander oder gar ein Gegeneinander wird? Der Apostel Paulus gibt uns einen sehr allgemeinen, aber sehr einleuchtenden Rat. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Wenn wir wissen, dass bei Gott jede Generation zählt und jedes Lebensalter seine Würde hat, dann gehen wir anders miteinander um. Dann kommen wir einander mit Ehrerbietung zuvor, wie Paulus sagt. Dann versuchen wir, dem anderen abzuspüren, was er braucht, eigene Wünsche und Bedürfnisse auch einmal zurückzustecken. Dann werden wir merken, dass wir selbst Beschenkte sind, wenn wir dem anderen seine Würde lassen. Liebe Schwestern und Brüder, es ist gut, dass mit diesem Generationenpark ein Ort der Begegnung, der Kommunikation, ein Ort gemeinsamen Feierns und Spielens geschaffen wurde. Und es ist gut, dass wir zu Beginn Gottes Wort hören und seinen Segen für diesen Park erbitten. Beten wir, dass hier sich wirklich eine Begegnung zwischen Generationen ereignet, dass ein Verstehen wächst, dass Menschen erfahren, ich lebe nicht für mich allein. Was meine Eltern, Großeltern, Enkel und Kinder denken, fühlen, sagen oder tun, das betrifft auch mich. Das wünsche ich mir für diesen Generationenpark.
dass er ein Ort der Begegnung, des Miteinanders und des Verstehens wird. Und dazu gebe Gott seinen Segen. Amen. Wir rufen zu unserem Herrn Jesus Christus, in dem uns die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes erschienen ist. Für alle, die diesen Park ermöglicht und mitgeholfen haben, ihn zu errichten. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Familien in unserem Dorf, die sich mit uns über diesen neuen Park freuen. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Schenke allen, die hierher kommen, die Begegnung mit guten Menschen und bewahre sie vor Einsamkeit. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Erfülle die Jugend mit Andacht und Ehrfurcht vor dem Alter und gib den alten Menschen Verständnis für die Jugend. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Weck in unserem Volk die Verantwortung für alle Glieder der Gesellschaft. Besonders für die jungen und alten Menschen. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Beten wir gemeinsam, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in der Ewigkeit. Herrgott, lieber himmlischer Vater, der du uns unter dem Schatten deiner Flügel sicher wohnen lässt, wir sagen dir Lob und Dank, dass wir diesen Generationenpark unter deinem Schutz vollenden konnten und bitten dich, halte deine Hand über allen, die hier zusammenkommen, segne Begegnungen und Gespräche, Feier und Spiel, durch Jesum Christum, unseren Herrn. Amen. So befehlen wir diesen Generationenpark der Gnade Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Es segne und behüte euch, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Sehr geehrter Herr Walter, sehr geehrter Herr Schubert, vielen Dank. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zum Abschluss des offiziellen Teils und ich hoffe, ihr habt alle noch Lust und Laune und könnt noch lange hier bleiben. Ich bedanke mich schon jetzt bei allen Helferinnen und Helfern, die das ermöglicht haben, dass wir uns jetzt, dass wir Kaffee und Kuchen genießen können und dann, wer möchte, kann auch noch einen Bratwurst oder eine Frikadelle essen. Und der Gerhard Knospel, der ist fürs Bier verantwortlich, der muss jetzt gucken, dass es läuft. Und dann werden wir jetzt weiter von der Musikgruppe Oasis unterhalten. Dafür nochmals herzlichen Dank. Thank you.